Hier ist Astrid. Herzlich willkommen bei Kenhub. Heute möchte ich mit euch über das Pankreas in situ sprechen. Das heißt, wir schauen uns das Organ in seinem natürlichen Umfeld an und besprechen ebenfalls die umliegenden Strukturen. Das Pankreas liegt, wie ihr hier sehen könnt, quer im Abdomen. Es wird unter anderem von Darmanteilen, die hier abgeschnitten sind, von den Nieren, der Milz und einigen Blutgefäßen umgeben. Anhand dieser Abbildung werden wir gemeinsam die Inhalte dieses Tutorials erarbeiten. Das Pankreas, zu Deutsch Bauchspeicheldrüse, ist sowohl ein Organ des Gastrointestinaltraktes als auch des endokrinen Systems. Es misst etwa 15 cm in der Länge und liegt retroperitoneal. Einzige Ausnahme ist ein kleines Stück des Schwanzes, das intraperitoneal liegt. In situ findet ihr das Pankreas weitestgehend vom Magen und der Bursa omentalis verdeckt, die wir zur besseren Ansicht in dieser Darstellung entfernt haben. Seine Funktion ist recht einzigartig, da es sowohl als Exokrine, als auch als endokrine Drüse fungiert. Der exokrine Anteil des Pankreas produziert den Pankreas-Saft, der über einen Gang in den Magen-Darm-Trakt gelangt. Er enthält eine Reihe von lebenswichtigen Verdauungsenzymen, mit denen Proteine, Lipide, Kohlehydrate und Nukleinsäuren in der Nahrung gespalten werden können damit die enzyme das pankreas selbst nicht verdauen werden sie dabei in einem inaktiven zustand sezerniert im darmrohr müssen sie anschließend durch andere stoffe erst aktiviert werden um ihre wirkung zu entfalten der endokrine anteil steuert im wesentlichen die blutzuckerregulation insbesondere das insulin und glucagon spielen dabei eine wichtige rolle Bevor wir mit der Makroanatomie anfangen, lasst uns einen kurzen Ausflug in die Histologie machen. Denn um die Funktion zweier Drüsen zu übernehmen, bedarf es eines besonderen Aufbaus. Rund 80% machen die serösen Acini aus. Diese bärenartigen Drüsen reihen sich dicht an dicht aneinander und produzieren den wässrigen Pankreassaft. Das Sekret enthält nicht nur die Verdauungsenzyme, sondern ist zudem alkalisch. Nach der Produktion wird es über den Pankreasgang in das Duodenum befördert. Die zum endokrinen System gehörenden Zellen formieren sich zu inselförmigen Zellhaufen, den sogenannten Langerhans-Inseln. Diese beanspruchen insgesamt nur etwa 1 bis 2 des Pankreas. In den langer inseln lassen sich vier verschiedene Zelltypen nachweisen. Ungefähr 15% davon sind die sogenannten Alpha-Zellen. Sie bilden das Hormon Glucagon, dessen Hauptaufgabe es ist, den Glukosespiegel zu erhöhen. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf kenhub.com an. Für unsere Kenhub-Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, Ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klick auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.